Und Freunde, hier sind wir wieder. Auf unserer besonderen Reise, die beweist, dass man für ein Abenteuer nicht mehr braucht als einen alten, aber vollrüstigen Traktor, den Deutz D50S, Baujahr 1965, und die Zweimastjacht, die majestätische Windel 50 SL, Segler Deluxe mit 10,70 Meter Länge, 3,10 Meter Breite und einem Tiefgang von 1,60 Meter. Sie hat immerhin ein Gewicht von stolzen 6,5 Tonnen. Schaut euch diesen Rentner an. Mit seinen 52 PS, die aus seinen vier Zylindern mit 3,4 Litern Hubraum holt, zieht er die Windel, als wäre es seine Freundin beim Spaziergang im Park. Und das bei Aprilwetter, dass ich nicht entscheiden kann, ob es regnen oder die Sonne scheinen lassen will. Man könnte meinen, wir wären auf dem Weg zu einer Zeitreise ins goldene Zeitalter der Seefahrt. Doch nein, wir sind einfach nur unterwegs, um diese stolze Yacht in Lüneburg-Scharnebeck mit einem Autokran ins Wasser zu bringen. Ach, warst du hier noch nicht? Ach so, okay. Und da haben wir es, meine Freunde. Mit einer Prise Humor, den forschen Deutz D50S und die Windel 50 SL, die filigran aussieht wie seine Freundin, haben wir es geschafft. Auf zu neuen Kapiteln auf den Wellen des Wassers.
so geht eine weitere Geschichte zu Ende. Doch keine Sorge, Freunde, das nächste Abenteuer wartet schon eine Seite weiter. Abonniere meinen Kanal und schalte die Glocke an. So wirst du immer erinnert, wenn die neue Geschichte beginnt.